Hallo und herzlich willkommen, liebe Affinity-Freunde. In diesem Tutorial zeige ich euch, wie man einen perfekten Schatten für CD-Cover, Vinyl-Cover oder auch jedes x-beliebige Bild erstellen kann. Na, hier so richtig schön sanfte und saubere Schatten. Und wie man das macht, das zeige ich euch jetzt. Also fangen wir mal an. So, ich erstelle zuerst mal ein neues Dokument. So, okay. Jetzt erstelle ich mir ein Rechteck. So, das mache ich hier aus der Mitte. Mit Command und Shift gedrückt halten, kann ich das schön proportional machen. Na, ist mir hier so auf 700. Na, kommen wir mal auf 800. So, vergebene Farbe dafür. Na, irgendwas, was nicht so stört. Okay. Jetzt duplizieren wir uns die Ebene einmal mit Command J auf Mac oder mit Steuerung und J auf Windows. So, dann machen wir uns das. Das eine Rechteck, das machen wir uns auf, ja, so auf 230. Sagen hier die Farbe schwarz. Bringen das hier in der Ebenenpalette nach hinten. Dafür kann man auch hier oben diesen Button hier drücken. Ganz nach hinten. Klack. Das finde ich in Affinity Photo auch sehr gut, dass man hier oben direkt wählen kann, okay, soll es in der Ebenenpalette ganz nach vorne, ganz nach hinten oder eins nach vorne. Da jetzt hier nur zwei Ebenen drin sind, ist es klar, dass es nur jetzt oben ist, aber wenn jetzt hier mehrere drin wären, könnte man richtig schön da durchschalten. Das finde ich klasse in Affinity. So, wir bringen das also wieder nach hinten in der Ebenenpalette. So, das können wir hier anlassen. Zum Verdeutlichen, werde ich es auch mal ausschalten. Und jetzt fügen wir den ersten Filter hinzu. So, das ist der Unschärfe Tiefenschärfe-Filter. So, jetzt ist automatisch immer schon eingestellt Modus elliptisch. So, also im Kreis. Das stelle ich jetzt hier auf Tilt Shift. So, da hat man jetzt hier diese Linien und diese blauen Marker, das sind kleine Greifer. So. Und hier nehme ich mir das mal diesen mittleren und ziehe das hier schon mal so nach hier unten. So, dass die untere Linie, diese hier, also die zweite Linie, dass die unter dem Rechteck ist. So, mit Shift gedrückt halten. Kann ich jetzt diese Linie hier verschieben? Wenn ich Shift loslasse, dann eiert der hier rum. Und das ist halt doof, das mag ich nicht. Sieht man, man kann da keine richtige Mitte mehr finden. Das mag ich nicht. Von daher nochmal Tiefenunschärfe, Tilt Shift. Einfach Shift gedrückt halten. Geht das alles viel besser und man eiert da auch nicht rum. So, und jetzt den Radius hier erhöhen und dann sieht man jetzt auch schon direkt, was passiert. Na, dann macht er hier diese Ecken, die blurrt er da richtig schön weg. So, damit das jetzt alles noch ein bisschen feiner und genauer ist. Hole ich mir das mal ein bisschen weiter ran und schiebe jetzt hier diese untere Linie, diese Kante, bis auf die untere Unterkante des Rechtecks. So, das war es eigentlich schon mal. 100%. Kann jetzt hier Shift gedrückt halten, das alles auch noch ein bisschen weiter und smoother machen, also ein bisschen weicher noch. Und ziehen wir das hier wieder nach oben.
So. Damit wir da eine schöne saubere Kante haben. Dann kommen wir vielleicht sogar noch ein bisschen nach unten. Ich mache das immer gerne sehr, sehr genau. Auch in Tutorials. Weil so ein schnelles Hin und Her huschen ist nicht so mein Ding. So, jetzt können wir hier auf Anwenden drücken. Okay. Ich passe mir das Dokument mal an. Schalte mal das Rechteck darüber ein. So, und da sieht man schon mal, das sieht ja schon mal fein aus. So, jetzt können wir das noch ein bisschen stauchen. So. Ja, sieht ja schick aus. Wenn ich jetzt das hier noch ein bisschen größer haben möchte, also dass es hier sich so nach hinten hin noch ein bisschen verbreitert, dann bringt es nichts, wenn wir das hier jetzt so auseinanderziehen. Das bringt nichts. Also gehen wir hier oben auf Filter, Verzerren und Perspektive. So, da legt er jetzt hier so ein Gitter drüber. Und jetzt kann ich hier auch wieder mit Shift gedrückt halten, weil er macht das immer nur auf diese Linie. So, und kann das jetzt nach außen hin, sagen wir, noch ein bisschen verbreitern. So, jetzt habe ich hier, sagen wir, 1, 2, 3 Kästchen. Die mache ich jetzt hier drüben auch. Da sieht man schon, der zieht ein bisschen nach. Also muss man ein bisschen nach Auge machen und wie man es halt haben möchte. Also hier in der Mitte, also 2,5. Hier auch 2,5. So. Jetzt gehen wir auf Anwenden. Und dann ist das jetzt schon breiter geworden. Jetzt sieht man natürlich auch noch hier dieses Dunkelschwarz. Aber das können wir ganz einfach ändern. Wenn wir jetzt hier mit der Deckkraft runtergehen, dann sagen wir mal so auf 50 runtergehen. Oder vielleicht sogar noch runter auf 40. Dann wird das schon so ein richtig sauberer Schatten, ne, der auch nicht so Standard aussieht, wie jetzt aussehen würde, wenn man jetzt nur blurrt. So, und das ist so meine Technik, die ich verwende. So, die Deckkraft mache ich mal ein bisschen höher, mal so auf 45. Ich benutze auch immer gerne die Tasten dafür, also die Zahlentasten auf dem Ziffernblock. So, mal hier 20%, 30%, 40%. 50. 50 fand ich eigentlich schon ganz okay. So, und jetzt kann man halt in dieses Bild, klicken wir es mal an, kann ich sagen, wir jetzt hier über platzieren mein Plattencover oder mein CD-Cover oder Bild, völlig egal was, kann ich das hier so jetzt auf dieses Rechteck ziehen und dann ist das darin genestet und so ist es dann schon final. So, das soll es jetzt mal kurz gewesen sein mit diesem kleinen Tutorial. So macht man den perfekten Schatten. Und wenn euch das Tutorial gefallen hat, dann gebt mir gerne ein Like und teilt das Video. Ja, dann würde ich jetzt mal sagen, vielen Dank fürs Anschauen. Viel Spaß mit Affinity und bis zum nächsten Mal. Euer Frank. Ciao.